Grüß Gott allerseits. Der heutige Sonntag, der vierte Sonntag in der Fastenzeit, steht schon im Zeichen der österlichen Freude. Die Lesung, die zweite Lesung aus dem Brief an die Epheser des Apostels Paulus, vermittelt auch schon diese Freude. Dieser Text lädt uns ein, die große Liebe zu betrachten, mit der wir von Gott geliebt werden. Das ist eine Liebe, eine übergroße Liebe, die sich in einer übergroßen Barmherzigkeit zeigt. In einer Predigt, die Pater Schack 1927 hielt, das war damals auch ein Tag der Fastenzeit, der Freitag der dritten Woche. Also in dieser Predigt betrachtet er wieder das große Geschenk, das wir in Jesus erhalten haben. Da schwärmt er richtig, sagt in meinen Worten jetzt, meine Brüder, verlieren wir nicht den Verstand oder wird er nicht benebelt, wenn wir daran denken, wie groß dieses Wunder ist. Das Wort, Logos, ja, das einfach selig im Himmel ist, das Wort, also Gott selbst, erniedrigt sich und kommt zu uns. Dieses Wort, Sohn Gottes, versteckt sich sozusagen in unseren menschlichen Kleidern und übernimmt auch diese Menschlichkeit, diese Menschheit. Er muss uns wirklich sehr, sehr lieben, um das zu tun. Und was hat der Mensch getan dafür? Also warum wird er so belohnt? Und die Antwort ist, sagt Pater Jacques, ich sage es euch noch einmal, nichts, absolut nichts. Also Pater Jacques steht vor diesem Wunder im Staunen, vor diesem Liebeserweis seitens Gottes, der König der Könige, der Herrscher der Welten kommt zu uns als Kind und wird sogar Maria und Josef gehorsam, also unterstellt sich dem Menschsein im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt sagt er, jetzt verstehe ich's, warum du nicht gleich zurück in den Himmel geflogen bist am ersten Tag nach deiner Geburt. Weil du durch dein Leben, schreibt Pater Jacques, so rhetorisch an Jesus gerichtet, weil du diese furchtbare Stunde der Welt, dieses Leben mit uns teilen wolltest, auch das Schmerzhafteste, aber die Weite, die Unendlichkeit deiner Liebe zu zeigen. Also, deshalb ist alles vollbracht, wie im Johannes Evangelium steht. Vollbracht ist das Ziel Jesu, uns diese Liebe Gottes zu zeigen. Es ist sehr schön, wie Pater Jacques mit so staunenden Augen auf dieses Wunder schaut und versucht, uns auch so zu begeistern, einfach dafür. Und er wird in seinem Gebetsleben, in seiner ganzen Spiritualität sehr auf Jesus Christus zentriert, orientiert sein. Auch auf den Menschen Jesus, der eben in diesem Mensch geworden sein, die Liebe Gottes auch wirklich zeigt und für uns angreifbar oder greifbar wird, besser gesagt, und sichtbar. Es ist interessant, auch in einem Exerzitienkurs, dass er dieses Schauen Gottes so betont. Er schreibt, also Jesus Christus ist alles. Alles geschieht durch ihn.
Und dieser Jesus Christus, den muss man sehen, schauen, sehen. Und ich betone es, ja, man muss es sehen. Also ich habe manchmal den Christen so definiert. Der Christ ist der Mensch, der Jesus geschaut hat. Jesus Christus geschaut hat. Und es gibt vielleicht deswegen so wenig Christen, weil so wenige auch Jesus wirklich geschaut haben. Vielleicht klingt es in ihren Ohren, was auch unsere heilige Teresa von Jesus gesagt hat: Ich will Gott schauen, also als Ursprung ihrer Berufung und ihres geistlichen Strebens. Es gibt auch das schöne Buch von unserem Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus, Ich will Gott schauen, das die karmelitanische Spiritualität so zusammenfasst. Also es geht bei Pater Jacques nicht so sehr um das Nachdenken über Jesus Christus, obwohl natürlich, um Jesus zu schauen, zu sehen, muss man auch ihn kennen, sich informieren, ein wenig das Umfeld und so weiter alles. Aber es geht ihm natürlich vielmehr um eine Begegnung mit einem lebendigen Gott, mit einem lebendigen Jesus Christus. Und das ist das Wichtigste in unserem Leben, diesen lebendigen Christus zu schauen. Für Pater Jacques ist der besondere Ort, nicht der alleinige, aber der besondere Ort für diese Begegnung, die Eucharistie, die auch sinnlich etwas vermittelt und in Bewegung setzt. Und natürlich dazu das innere Gebet, nach der Karmel-Tradition, das gerade, wie Teresa eben beschreibt, das Beieinandersein, sozusagen das Verweilen, der freundschaftliche Umgang mit einer lebendigen Person ist, von der wir wissen, dass er uns liebt. Übrigens, ein wichtiger Punkt ist auch, dass er in Mauthausen, Gusen, im Konzentrationslager, die Gelegenheit hatte, natürlich im Geheimen dreimal die Eucharistie zu feiern und auch die Eucharistie den Mitinsassen zu geben. Und das war für ihn ganz wichtige Augenblicke. Den Jungen aus seiner Schule und auch in einem anderen Artikel für so eine Lehrerzeitschrift schrieb er im Jahre 42, also schon im Krieg: Wir haben euch versucht, die Werte der Ehre, der Gerechtigkeit, des guten Gewissens und so weiter zu vermitteln. Und ihr sollt es auch während des Krieges noch pflegen und stärken in euch. Und um das zu tun, um diesen Werten treu zu sein, sollt ihr ein tiefes geistliches Leben entwickeln und pflegen. Jesus Christus soll für euch ein lebendiges Wesen sein, ein persönlicher Freund. Sucht ihn mit Freude, so oft ihr könnt, auf im stillen Gebet, wo er mit Freude, ebenfalls mit Freude, bei euch bleibt. Sucht also seine Nähe und auch in der Kommunion, in der Eucharistie. Nehmen wir diese Ratschläge auch für uns auf, um das Leben zu bestehen, um weiterzukommen, pflegen wir auch ein intensives geistliches Leben, um mit diesem Freund, mit diesem lebendigen Freund verbunden zu bleiben.